Feuer, Glut und Herzblut. Der Grill-Podcast mit Martin Block und Nico Buch. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feuer, Glut und Herzblut, dem Grill-Podcast. Heute haben wir die Nummer 34 und in meiner Leitung ist diesmal nicht nur Martin, sondern auch der Volker. Hi Volker, hi Martin. Moin Nico, moin hi. Martin. Ja, manchen, also den Stammhörern, wird der Volker kein Unbekannter sein. Er war nämlich schon mal in Folge 22 zu Gast. Und ja, Volker, erzähl doch trotzdem mal für die, die dich noch nicht kennen, kurz, wer du bist, was du machst und warum wir heute mit dir sprechen. Ja, sehr gerne. Also ich bin Volker aus Hamburg, ein leidenschaftlicher Griller, der leider in einer Wohnung wohnt, deswegen privat sehr, sehr wenig grillen kann. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich organisiere mal eine Veranstaltung in Hamburg, das Grillcamp, wo wir dann ganz viele Leute werden, die grillen und was machen können und sich austauschen können und neue Produkte kennenlernen können. Und das mache ich jetzt dieses Jahr zum 5. Jahr und darüber wollten wir uns ein bisschen unterhalten. Ja, ich höre auch einige Parallelen zum Meetup raus, wollte ich nochmal kurz anmerken. Ja, durchaus. Also das ist relativ spannend. Man muss immer relativ viel erklären, wenn ich mit den Hardcore-Grillern, sage ich mal, mich unterhalte, weil es diese Austauschform, wie wir es machen, auch eigentlich so gar nicht gibt. Und das Erste, was es halt dem oder was dem vergleichbar sind, ist halt, sind so die Stammtische oder halt Meetups im Grillbereich, wobei die halt zeitlich deutlich kürzer sind, aber da immerhin auch alle sich einbringen und alle gleich wertig sind, sage ich mal. Sonst gibt es ja häufig Grillkurse oder irgendwelche Grillmeisterschaften, wo man ziemlich cooles Zeug probieren kann, aber auf der einen Seite die sind, die das halt können und auf der anderen Seite die, die essen. Und dann ist halt eine andere Form der Veranstaltung, die man halt kennt, sind so Ausstellungen, wo man halt verschiedene Produkte kennenlernen kann, aber auch da kann man sie eigentlich nicht direkt testen. Und ja, das war so unser Ansinnen, ja, als wir damit gestartet sind, dass wir all die Leute zusammenbringen und einen viel intensiveren Austausch machen und da die ganze Veranstaltung von Freitagabend mit dem Warm-up startet und dann bis Sonntagnachmittag, späten Nachmittag geht, hat man auch genug Zeit, um sich auszutauschen und Dinge zu testen und auszuprobieren. Es hört sich ja an wie so ein quasi ein Dauerworkshop, der über mehrere Tage geht. Und ja, wie kann ich mir das vorstellen? Also freitags wahrscheinlich geht's los, ne? Genau, Freitag ist so ein Warm-up, wo dann ein Teil der Leute da sind. Natürlich die, die eher regional sind, also die, die aus Hamburg kommen oder halt schon weiter anreisen, weil die für die lohnt sich halt eine Anreise morgens auch eher nicht. Und ja, da ist es dann eher noch entspannt. Da findet man so Themen, kann nochmal überlegen, was für Ideen man hat. Optimalerweise fängt das Camp aber schon deutlich früher an, indem man darüber redet, es auf Facebook, Twitter oder Instagram dann entsprechend teilt. Und in der Summe, wir kaufen halt ein, das ist vielleicht auch noch ein Unterschied zum Meetup, also da bringt ja jeder was mit. Hier kaufen wir zentral ein. Das heißt, wenn die Leute Ideen haben, was sie machen möchten, sei es ein Pulled Pork, sei es ein Brisket, sei es Avocado Balls, die ich gleich irgendwie auf Instagram noch posten werde, dann brauchen wir die Zutaten da und dann ist es halt gut, wenn ich die vorher besorge und dazu müssen halt die Rezepte vorher eingereicht werden. Also es ist quasi wie so ein, ja, haben wir in der Folge 22 schon mal gesagt, wie so ein Barcamp, was man so aus dem Programmierbereich oder so kennt, wo dann vorher auch, weiß ich, Vorträge und so eingereicht werden. Und das ist quasi auf die Grillwelt einfach übertragen im Prinzip, oder? Absolut, genau. Ich komme aus dem Online-Bereich und habe halt schon 2008 das erste Barcamp organisiert. Also das erste, was ich selber organisiert habe, war 2008. Und irgendwann ist dann auch auf Twitter auf der Rückfahrt von einem solchen Barcamp diese Idee zu dem Grillcamp entstanden. Also die ist wirklich online unter Barcampern entstanden. Und haben wir abgestimmt, wo es stattfinden soll. Und dann hat Hamburg bei dieser Abstimmung gewonnen. Und dementsprechend hatte ich es an der Backe, aber ich freue mich auch darüber. Und ist Hamburg eigentlich immer gesetzt oder
besteht auch die Möglichkeit, dass man mal woanders hinkommt. Nach Köln zum Beispiel oder weiter in den Süden nach, weiß nicht, München oder mittig nach Kassel irgendwo? Oder ist das aus Organisationsgründen, weil du halt der Hauptorganisator bist, einfach Hamburg so die feste Basis quasi des Grillcamps? Genau, das ist es. Also Hamburg ist Gesetz, solange ich der Hauptorganisator bin. Das ist ja, also die Barcamps sind ja ein sehr offenes Format und ich würde das überhaupt nicht komisch finden oder doof finden, wenn irgendjemand anders sagt, ich habe Bock, das auch mal zu organisieren und mache jetzt ein Grillcamp in Köln, wo ich dann einfach als Gast hinfahren kann. Und klar, alle Gäste sind halt Teilnehmer, das heißt, man macht auch mit, aber wird auch mal auf die Orga verzichten und dann 2 Tage durchgrillen. Also, falls mal jemand Bock hätte, auch sowas zu organisieren, kann er sich gerne auch mal an dich wenden, wenn er irgendwelche Fragen hat oder so, um so die gröbsten Fehler direkt von Anfang an zu vermeiden. Genau. Das ist so ein Fehler. Ich kann ja jetzt mal so ein bisschen erzählen. Wir sind ja jetzt im 5. Barcamp. So die ersten 2, hatten wir noch eine Grillschule, genau mitten in der Stadt. Das war sehr nett und war sehr zentral gelegen. Aber im 2. Jahr hatte jemand gesagt, boah, ich bring mal meinen coolen, selbstgebauten Smoker mit, so mit irgendwie echt schwer und dicken Wänden und musste man richtig anheizen. Und dann haben wir halt mitten in der Stadt mit wenig Abstand zu den Nachbarn diesen Smoker angeschmissen und ganz viel Holz reingeschmissen. Am 2. Tag haben die gesagt, finden die nicht so gut und wenn wir das nochmal machen, rufen sie die Polizei. So, das, genau, da sollte man zum Beispiel drauf achten. Jetzt haben wir eine Schule mit einem riesigen Schulhof, den wir nutzen können, einer ausgestatteten Küche, wo wir 6 Arbeitsplätze haben, zum Indoor Sachen vorbereiten, schnippeln, was auch immer man machen will. Und da ist Platz für Outdoor-Geräte jeglicher Art in jeglicher Größe. Also man wird nicht an ein Limit kommen und es gibt keine Nachbarn, die stören. Und wir sind trotzdem noch einigermaßen zentral. Und wer von weiter weg kommt, wir sind auch nur 10 Minuten vom Flughafen entfernt. Wie sieht es denn aus? Hat man die Möglichkeit, auch bei euch im Camp dann zu übernachten oder sucht sich dann jeder sein Hotel? Oder wie ja, das sowohl als auch. Also wir haben halt, wir können halt kein Hotelkomfort bieten und trotzdem ist es natürlich so, dass ich in der Nähe von meinem Smoker bleiben möchte, wenn ich da irgendwas drauf habe, was so eine ganze Nacht durchlaufen muss. Und deswegen haben wir netterweise von der Schule die Möglichkeit bekommen, in der Turnhalle zu übernachten. Wo auch morgens geduscht werden kann. Also es ist durchaus, sage ich mal, gehobener Campingstandard, den wir da erreichen können. Oder man kann halt, wenn man Wohnmobil hat oder was auch immer, auch dafür ist genug Fläche da. So, also ja, man kann da übernachten. Wir haben halt keine Schlafzimmer, sage ich mal. Ja, okay, aber ich denke mal so, der typische Griller, der hat vielleicht auch so eine gewisse Affinität zum Campen. Es lässt sich oft ganz gut verbinden, Zelten oder halt mit dem Wohnwagen irgendwo sich hinstellen und dann abends oder zur Verpflegung halt zu grillen. Deshalb denke ich mal, dass da die Zielgruppe nicht ganz ungeeignet ist für solche Outdoor-Aktivitäten. Nee, absolut, wobei wir halt wirklich sehr vielfältige Teilnehmer haben. Also wir haben halt die Hardcore-Camper, Outdoor-Menschen genauso dabei wie, sage ich mal, die ein bisschen vor Ort ich habe mir ein Häuschen gebaut. Leute, die vielleicht ein bisschen mehr Komfort wollen und die dann halt in Einzelhotel, die auch maximal 10 Minuten entfernt sind, zu Fuß gehen. Okay, also bunt gemischt auf jeden Fall. Genau. Und wie sieht das bei den Teilnehmern dann so aus? In der letzten Folge mit dir hattest du gesagt, dass es auch so viele Vortragende gibt, die aus der Branche kommen, also Profis quasi, sei es irgendwelche Metzger oder sowas. Und genau, das gibt es dieses Jahr wahrscheinlich wieder, ne? Genau, das schwankt immer, was wir für Leute da haben. Also so wie es aussieht, werden wir 1, 2 Hersteller vor Ort vertreten haben, also nicht nur mit Geräten, die eher unbekannt sind, sondern auch halt in Person. Wir haben halt immer das Thema Fleisch, wo wir auch ein bisschen mehr zu erfahren. Wir hatten ja letztes Jahr zum Beispiel, ich mache mal jetzt schamlos Werbung hier, Scotch Beef als Sponsor, den Peter, den kennt man ja bei euch in der Gegend, der ist ja sehr
umtriebig und sehr, sehr nett. Und der kann dann halt auch was dazu erzählen, wo denn die Tiere herkommen und was denn bei der Aufzucht zu beachten ist. Dieses Jahr werden wir Büffelbill da haben oder Dein Geflügel, die ja mit den Kikor-Hähnchen, mit der Maisfütterung zum Beispiel auch, ja, einfach sagen, was ist der Unterschied und was macht es halt aus so, ne? Und warum ist das besser als, sag ich mal, ganz schlimme Industriehaltung, obwohl es ja durchaus Massentierhaltung denn da zum Beispiel ist, aber mit sehr viel Tierwohl bedacht an der Stelle. Mhm. So, und sowas kann man da lernen, da kann man sich austauschen. Wir haben auch Leute dabei, die ja ihr Geld damit verdienen zu grillen, die dann auch sehr fachmännisch sagen, was machen sie für Gerichte, was geben sie weiter, worauf muss man achten. Also wirklich in die Breite gehen, Leute. Ja, es hört sich auf jeden Fall interessant an. Und so dokumentationsmäßig hat sich da eigentlich was getan, weil du hast ja mal gesagt, dass man oder dass ihr möglichst versucht, viel zu dokumentieren, sei es mit Fotos, mit Kamera oder sonstigen Möglichkeiten. Genau, also wir haben schon immer sehr viel Fotos gehabt, auch im Netz. Es gibt durchaus einige Blogger, die darüber berichten, die halt auch da sind. Aber wir haben halt auch ja, seit 2015, also in dem Jahr, bevor wir oder nachdem wir gesprochen haben, in der Folge 22, Fotografen da, der uns die Gerichte hübsch ablichtet. Und aus der Qualität der Fotos ist dann die Idee entstanden, dass wir ein Buch machen. Und wir werden jetzt also erstmal zu diesem Grillcamp ein Buch fertig haben über die vergangenen 2 Jahre mit den tollen Fotos, mit tollen Rezepten, sehr tollem Design. Das ist, ich bin auch allen Leuten unglaublich dankbar für die Unterstützung, die wir da haben, weil das unglaublich viel Arbeit ist und insbesondere die Jill, die der ein oder andere Teilnehmer auch kennengelernt hat, die weiß ich nicht, wie viele Stunden in dieses Buch bereits gesteckt hat, um es zu designen und liebevoll zu gestalten. Mhm. Ja, du hattest uns ja so ein PDF schon mal vorab geschickt, so eine kleine, ich glaube, Vorab-Version war das auch, ne? Ist ja, genau. Die Finale. Und sah auf jeden Fall ziemlich schick aus. Wie gesagt, die Fotos, die brauchen sich auf jeden Fall nicht zu verstecken hinter so höchst professionellen Koch- oder Grillbüchern. Und absolut, ja. Auch die Rezepte, die lasen sich jetzt sinnig und so, dass man eigentlich versteht, was man da machen soll. Und ja, eine Frage ist, kommt das nur als PDF raus oder wird das richtig sogar gedruckt als vollwertiges? Also es wird gedruckt, allerdings sozusagen mehr in Book on Demand. Also ich werde fürs Camp mit einer Auflage von 50 Stück starten, die wir drucken werden und dann müssen wir gucken, wie wir es weiterentwickeln. So, also das, man müsste halt ein bisschen deutlicher in Vorleistung gehen, wenn man sowas produziert. Und den Verlag haben wir auch noch nicht gefunden, weil wir in der Tat natürlich bei dem Camp von Sponsoren leben. Also es ist halt eine kostendeckende Veranstaltung und die Teilnehmer bezahlen weniger als das, was sie kriegen im Prinzip. Und dementsprechend brauche ich die Sponsoren und dementsprechend haben die Sponsoren auch ihren Platz im Buch und da einen Verlag zu finden, der das irgendwie auch vermarkten will, das ist dann immer nicht ganz so leicht. Mhm. Und gibt es denn irgendeinen Preis dafür? Also so habt ihr schon mal so grob überschlagen, was man so, wenn ich jetzt sage, ich möchte da das Buch gedruckt haben, muss ich dann, was ich, einen Zehner hinlegen oder geht es mehr so Richtung 20, 30 Euro? Ich weiß gar nicht, wie das so im Book-on-Demand-Markt ist, wie da so die Preise. Also es liegt, glaube ich, eher so bei 30 Euro an der Stelle. Denn auch für so ein 100 Seite Farbbuch mit genau, auch ein bisschen hochwertiger. Also man kann es halt auch günstig machen, nur das wird dem Buch nicht gerecht, meiner Meinung nach. Also wir haben schon einen Kompromiss gemacht, dass wir mit einem Softcover arbeiten, weil Hardcover einfach erstaunlicherweise den Preis gleich verdoppelt, obwohl es ja nur außen drum ist. Genau, und dementsprechend haben wir ein Softcover, aber durchaus auf sehr hochwertigen Druck und sehr hochwertigen Papier, sodass wir da schon was haptisch auch Nettes in der Hand haben.
Und die digitale Version wird es dann trotzdem geben oder ist das jetzt einfach nur quasi das Arbeitsmaterial, um ja quasi die Druckvorlage? Nein, die wird es geben. Mhm. Also wir stellen das zur Verfügung. Ich werde so ein bisschen, um aufs Grillcamp hinzuweisen, das im Prinzip als Download hinter so einer Newsletter-Anmeldung packen, damit all die Leute, die, wenn sie das Buch in die Hand kriegen, begeistert vom Grillcamp sind, auch garantiert beim nächsten Mal informiert werden. Und dann kann das jeder haben. Also das soll schon in Umlauf, darf in Umlauf. Und es wäre eine Verschwendung der ganzen Energie, die da reingesteckt ist, wenn wir das nur 50 Mal rausbringen und es sonst kein anderer zu Gesicht bekommt. Ist ja schon eine echt nette Zusatzleistung. Es ist also einfach mal sowas freiwillig zu machen, ne? Mit so viel Arbeit. Damit man einfach so eine Nachhaltigkeit genau. schafft. Genau. Ne? Also die Grundidee ist halt von einem der Teilnehmer vom die seit Anfang an dabei sind, schon sehr früh entstanden. Da ging es halt noch ein bisschen um gesagt, dass wir, ob wir ein Bilderbuch machen, so ein Bilderband machen wollen, um sowas halt vorzuhalten, weil wir schon immer sehr, sehr viel Fotos haben als Dokumentation. Und jetzt haben wir halt gesagt, okay, dann wollen wir doch mal lieber gleich ein Rezeptbuch machen, weil das ist irgendwie noch cooler. Ist dann quasi so das Best-of der letzten Veranstaltung dann? Oder wie wurden die Rezepte genau. ausgewählt dann? Ja, so ein bisschen Best-of kombiniert mit Best-of-Pictures. Also so, das ist so die Variante und mit, wir wissen, was wir da getan haben. Du hattest ja gesagt, wir wollen ein bisschen dokumentieren. Wir haben angefangen zu dokumentieren, aber da das Buch noch nicht im Fokus stand, sind wir noch nicht ganz hundertprozentig perfekt damit gewesen und das wird sich auch ändern. Also wir haben jetzt beschlossen, dass wir jährlich ein Buch ausgeben und dementsprechend mit dem Camp 2017 das erste Mal anfangen, deutlich konsequenter auch zu dokumentieren. Okay, ich meine, so die Leute vom CCC zum Beispiel, wenn die da ihren Kongress haben, die filmen ja wirklich jede Veranstaltung mit. Die haben ja mittlerweile ein richtig professionelles Videoteam quasi mit mehreren Kameras. Alle möglichen Vorträge werden da wirklich komplett aufgenommen und so. Das ist bei euch wahrscheinlich jetzt noch nicht möglich, ne, weil das einfach zu aufwendig ist und wahrscheinlich die Leute auch eher mit Grillen beschäftigt sind, als hinter der Kamera zu stehen. Genau, also wir haben schon Leute, die halt wirklich hinter der Kamera stehen und das tun. Allerdings hast du immer so einen gewissen Anteil an freiwilligen Helfern und du kannst dir halt vorstellen, es ist deutlich einfacher bei 5000 Leuten ist, wenn ich da mit sagen wir 5% Helfern arbeite, habe ich 250 Helfer. Wenn wir bei 60 bis 80 mit 5% arbeiten, haben wir 3 bis 4 Helfer. Okay, das sind so, einige Leute also, weniger. Genau, das ist halt, in der Summe ist es allerdings so, wo du das ansprichst, wir wollen dieses Jahr auch wirklich das Thema Video ein bisschen in Fokus rücken. Insbesondere, da wir halt, glaube ich, einiges Spannendes an Hardware wohl da haben. Also was wir jetzt schon wissen, ist, dass wir den MyPizza-Ofen da haben werden, was ein Pellet-Pizza-Ofen ist, in dem man so in 1 bis 3 Minuten schöne Pizzen machen kann. Pellet-Grills sind ja was für ein Martin. Wie bitte? Pellet-Grills sind ja was für ein Martin. Der ist da ja auch gerade sehr stark im Thema und sehr begeistert, wie wir in der letzten Folge erzählt haben. Ist das dieser Ofen, der so fast 500 Grad heiß wird mit den Pellets? Ja, der wird schon ziemlich heiß, genau. Das ist ein finnisches Produkt aus Edelstahl und ist ganz witzig. Bin ich gespannt drauf. Also freue ich mich drauf, dass wir den dort testen können. Wir werden irgendwie einen Gasgrill für an die Wand montieren haben mit 3 Brennern, die man so auf dem der in Neuseeland mit Packt ihn an Balkon beworben wird. Wie balkontauglich er wirklich für eine Großstadt ist, werde ich mir noch vor Ort angucken. Aber das ist halt schon ganz spannend, dass man halt auch mal über die üblichen Verdächtigen hinweg einfach Hardware und Devices zu Gesicht bekommt und testen kann, die man sonst vielleicht nicht sieht. So. Ja, ich finde so solche Gelegenheiten. Da wollen wir auch an Boxing-Videos machen, genau.
Ja, ich finde solche Gelegenheiten auch eigentlich immer ganz cool, wenn man mal Sachen ausprobieren kann. Sei es jetzt normale Sachen, weil man hat ja einfach nicht die Kohle, dass man sich, was nicht, 10 verschiedene Grills kaufen kann. Und selbst wenn man die Kohle hat, hat man meistens ja nicht den Platz. Und deshalb finde ich so Sachen, dass man dann vor Ort verschiedene Sachen direkt mal ausprobieren kann, eigentlich immer eine ganz schicke Sache. Genau, also von daher, das kann man da machen und da freue ich mich auch. Ich würde jetzt hier direkt, es gibt ja vielleicht auch den einen oder anderen Grillhersteller, der euren Podcast hört, einfach mal eine Aufforderung rausrufen. Wenn ihr möchtet, dass wir auch eure Geräte ausprobieren, und dann schickt uns die gerne irgendwie zu und kommt einfach vorbei, dann habt ihr noch den direkten Austausch sogar mit den Leuten, wenn sie es ausprobieren. Was besser ist, kann man eigentlich gar nicht haben. Und für die Veranstaltung wird es halt auch interessanter, weil wir noch vielfältigere Geräte da haben. Das ist wohl wahr, ne? Also ich finde auch den Mehrwert für den Hersteller extrem gut, weil die Leute damit mal arbeiten. Ne? Und wenn das Produkt wirklich gut ist, dann begeistern die Leute sich direkt dafür. Und eine bessere Werbung kannst du am Ende nicht haben. Ja, und selbst das ist ja so ein... Ja, ein bisschen hier Skype-Verzögerung. Da fallen wir uns immer so ein bisschen ins Wort. Nee, Volker, wolltest du was sagen? Nein, im Prinzip wollte ich das nochmal aufgreifen. Das ist ja so auch eine Idee, die ich so bei der Gründung des Grillcamps auch hatte, den Austausch zwischen allen Beteiligten zu fördern. So, und dementsprechend, wenn es Leute irgendwie 2 Tage lang oder 60 Leute 2 Tage lang eine Hardware testen, dann ist das einfach nochmal ein völlig anderes Feedback, als ich sehe, wie eine Hardware benutzt wird auf dem Fest von irgendeinem Grillshop, der verschiedene Produkte vorstellt, oder auf einer Messe, und kann halt noch ein viel besseres direktes Feedback einholen. Deswegen kommt zum Beispiel jetzt Sonntag haben wir ja wieder hier ein Meetup in Köln. Ja. Und da kommt einfach Campinggas vorbei und stattet uns komplett aus mit Grills, Pavillons und Tischen und so. Ne, mit dem Campingzeug halt. Ich bin gespannt, wie das angenommen wird. Ne, kann ja auch genau in die andere Richtung ausschlagen, dass die Leute sagen, ist nicht mein Ding oder so. Oder sehen das halt sehr dankbar. Mhm. Aber einfach mal, um die Chance zu nutzen, sowas auszuprobieren, ist das echt cool. Ja. Weber hat ja uns auch mal einen Gasgrill zur Verfügung gestellt für ein Meetup. Das kam auch immer ganz gut an. Mhm. Ja. Absolut, genau. Ja, also wenn die Camping-A Leute möchten, sie sind auch herzlich zum Grillcamp eingeladen. Ne? Ich sage Ihnen Sonntag Bescheid. Sehr gerne. Kannst du gerne so weitergehen. Mhm. Weil ich meine, solche Events bekommen ja immer dann so ein bisschen manchmal den Ruf, dass sie einfach zu kommerziell sind oder dass es eine Dauerwerbesendung für den oder den Hersteller ist. Aber andererseits, ich meine, man sagt, das ist ja auch eine Kostenfrage. Ne? Man muss einfach mal froh sein, wenn Firmen auf einen zukommen oder einen unterstützen und einem die Möglichkeit geben. Und klar, dass sie für einen dann für sich selbst Werbung machen wollen, ist natürlich eine logische Sache. Die wollen ja auch irgendwie davon profitieren. Und ich finde, es ist halt eine gute Sache insgesamt. Genau, absolut. Es ist auch, die Frage ist halt immer, wie mache ich das so? Und ich habe halt so ab und zu so Leute, die dann auch wegen der Webseite oder sonst wie auf mich zukommen, wo ich dann denke, hast du dir eigentlich mal angeguckt, was ich für eine Seite habe? So, warum soll ich jetzt Werbung für dich machen, die Streichhölzer im Zweifel geht noch, warum soll ich jetzt für Bilderrahmen Werbung machen? So? Das macht natürlich gar keinen Sinn, aber klar, wenn die Leute und die Teilnehmer Hardware austesten und einfach auch mal unterschiedliche Sachen zu Gesicht bekommen, dann ist es genau das, was sie wollen. Also das ist halt das Schöne. Da ist halt keiner der Teilnehmer, der irgendwie denkt, oh, was will der denn hier? Und der macht ja nur doofe Werbung. Und insbesondere auch, wenn dann der Hersteller oder Produzent, wenn es um Ware geht, auch vor Ort ist, dann wird es halt noch viel besser, weil selbst wenn man sagt, hier, das finde ich irgendwie doof, dann ist das immer eine sehr sachliche Diskussion. Und das hilft ja auch noch besser zu werden. So. Und das ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Und das wissen die Teilnehmer aber auch. So, von daher bin ich da relativ entspannt. Und eigentlich sind die Teilnehmer das auch. Und
es muss halt alles im Rahmen bleiben, so, ne? Das ist irgendwie, und solange das alles im Rahmen bleibt, wie ich kommuniziere und was ich mache, und wenn ich nicht erwarte, dass ich da hingehe und irgendwie den 60 oder 80 Teilnehmern sage, hey, kauft doch mal alle meine Sachen, sondern hey, guckt sie euch an und wenn sie euch interessieren, dann gebe ich euch gerne noch weitere Informationen dazu. Und ist das ja auch eine sinnvolle Kommunikation. Ja, ist ja auch eine eigentlich immer so, wenn du ein Produkt hast, was die Leute anspricht, was die Leute gebrauchen können und was gut umgesetzt ist, dann ist es ja im Prinzip keine Werbung, sondern wenn die Leute dann von selbst sagen, geile Sache, das brauche ich, das kaufe ich jetzt, dann ist es natürlich ideal. Genau. Also grundsätzlich, auch in den Gesprächen, auch mit Produzenten und so weiter, habe ich jetzt immer gesagt, Produktplacement darf jeder machen, der irgendwas mit Grill zu tun hat. Oder mit Grill-Barbecue. Und ob wir denn daraus eine Werbung machen, die weitergeht, das muss man dann immer noch gucken. Aber genau, einfach Sachen dahinstellen, bereichert die Veranstaltung. Und wie sieht es denn aus mit den Preisen für die Tickets? Wenn ich jetzt sage, ich mache beim Grillcamp mit, ich komme nach Hamburg, was muss ich so ungefähr investieren dann in die Tickets? Gibt es da verschiedene Abstufungen? Gibt es da so Fördertickets oder genau, was haben wir da für ein Konzept? Wir haben im Prinzip wir haben ein paar mehr Tickets, vielleicht ist es auch zu kompliziert, aber ich glaube nicht. Im Groben, das normale Ticket kostet 69 € für das ganze Wochenende. So, und da ist halt Vollverpflegung drin. Es gibt ein Supporter-Ticket, das liegt bei 120 €. Das entspricht ungefähr, also nicht ganz, aber ungefähr den wirklichen Kosten, die wir pro Teilnehmer haben. Also wenn jeder Teilnehmer 120 € bezahlen würde, dann wären wir ungefähr auch kostendeckend, ohne dass wir Sponsoring kriegen. Und dann gibt es noch für Blogger, also wenn es hier ein paar Blogger, Grillblogger zuhören, die sagen, sie wollen kommen, da die ganze Veranstaltung von Bekanntheit auch lebt und davon lebt, dass sie bekannter wird, kriegen die Blogger noch einen kleinen Gutschein. Ja, vielleicht ist ja auch der ein oder andere YouTuber dabei. Dann hätte der quasi gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Einmal ein bisschen bekannter werden und gleichzeitig hättet ihr dann wahrscheinlich noch ein paar coole Videos vom Grillcamp. Genau, also wenn ich vom Blogger rede, dann meine ich auch nicht, es muss in WordPress geschrieben sein, sondern ich bin da relativ offen. So. Also YouTuber nehme ich Medien. Gerne. Genau, irgendwas mit Medien und es hilft halt, die Sponsoren finden es interessant, wenn da Blogger rumlaufen, wobei ich nochmal ganz klar sagen muss, dass ich Sponsoren zwar sagen, wir haben Blogger da, aber kein Sponsor sagt, der und der Blogger oder der und der Blogger berichtet über euch. Also da ist, damit soll keine Verpflichtung in irgendeiner Form verbunden sein. So, das ist, da gibt es keine Garantien. Wenn die überzeugen, dann werden die Blogger schon darüber schreiben und wenn sie halt nicht überzeugen, dann müssen sie daran arbeiten, beim nächsten Mal zu überzeugen. Ja. Und gibt es eigentlich irgendwie eine maximale Anzahl von Teilnehmern? Oder, Bestimmt, aber die erreichen wir nicht. Okay. Also genau. Also ich plan von 60 bis 80. Ich würde behaupten, die Location schafft auch 120. Wenn ihr das jetzt alle hört und alle Tickets wollt und alle kommt, keine Scheu, kommt ruhig. In der Summe würde ich sagen, erstmal je mehr, je besser. Mhm. Weil das ist ja so eine Barcamp-Regel. So viele Sessions wie möglich gleichzeitig. Was einfach damit zu tun hat, wenn ich mehr Abwechslung habe, ist es zwar schwerer, sich zu entscheiden, aber ich entscheide mich für das, was mich am meisten interessiert. Und wenn ich mehr Leute werde, dann gibt es vor allem auch keine Angst, dass jemand mal was Theoretisches machen kann, weil er Angst hat, dass zu wenig Praktisches gemacht wird. Also wir haben ja auch sozusagen noch Nebensessions um das eigentliche Grillen drumherum. Also sei es Messerschleifen, okay, das ist auch noch sehr praktisch, bis Tobi, der letztes Jahr zum Beispiel eine Session darüber gemacht hat, dass er sich
ein Auswertungsprogramm geschrieben hat, wo er die verschiedenen Thermometer, also Fleischthermometer ausliest oder die Ergebnisse abfängt, ein bisschen auswertet die Daten, um so Temperaturverläufe in Fleisch und so zu verfolgen und sowas. Also solche Sessions haben wir auch. Wir hatten auch schon Sessions zum Thema, wie gehe ich mit Feuer nicht um und was kann ich da alles falsch machen und warum ist das gefährlich? Ist ja durchaus auch ein grillrelevantes Thema. Was macht gutes Fleisch aus, ist natürlich auch irgendwie eine sehr theoretische Session, die aber auch die Leute wirklich gefesselt hat. Also da ist Raum für viel und je mehr Leute wir werden, je interessanter sind die Leute. Also wir haben vermutlich jetzt dieses Jahr auch ein, zwei Jäger da, mit denen ich jetzt schon gesprochen hatte, die sicherlich auch nochmal was zum Thema Wild erzählen. Selber Wursten wird es geben und also von daher, die Vielfältigkeit ist da und dementsprechend, je mehr wir sind, je mehr werden ihre Themen finden. Ja, hört sich auf jeden Fall ziemlich vielfältig an. Und gerade was du jetzt als letztes erwähnt hast, dieses selber Wursten, ist ja momentan auch ein Riesenthema. Es fing ja letztes Jahr schon an. Und ich glaube auch dieses Jahr, wenn man sich mal so bei den ganzen Grillbloggern und so umguckt im Internet, fängt jeder mal irgendwie früher oder später damit an, dann selbst mal eine Wurst zu kreieren oder das mal auszuprobieren. Und genau. Ja, ich werf mal ganz kurz ein. Wir haben jetzt die letzten zwei Jahre aufgesetzt, aber in den ersten zwei Jahren Grillcamp haben wir bereits selber gewurstet und haben auch zum Beispiel eine Fischwurst selber gemacht und sowas. Also das ist schon, da waren wir dann relativ früh an, wenn das jetzt erst der Hype wird. Okay, und gibt es denn noch irgendeinen absoluten Top-Vortrag, der jetzt schon bekannt ist, der irgendwie dich quasi jetzt schon in helle Aufregung versetzt? Oder hast du da noch nicht so einen eindeutigen Favoriten? Also nicht hundertprozentig. Also es gibt so ein paar Themen, die halt, wo wir gerade noch in Kontakt stehen und die sich zeigen. Also insbesondere dieses Thema eine eigene Wildwurst selber machen, was ist natürlich schon relativ spannend. Das klärt sich gerade. Und wo ich halt sehr gespannt drauf bin, ist einfach die Hardware, weil es ich glaube, wir werden einige Sachen dabei haben, die hier in Deutschland vermutlich noch kaum jemand gesehen hat an Hardware. Und das finde ich relativ cool, so dass es halt, dass ich da mit einigen kleineren ausländischen Produzenten in Kontakt bin, die da sehr offen sich gezeigt haben und sagen, ja, finden Sie cool, dass wir das Produkt vielleicht mal nach Deutschland bringen und da mal vorstellen. Wie kommst du auf diese Grillhersteller? Hast du das irgendwie auf einer Messe gesehen und dachtest, okay, oder Fleißarbeit. Hast recherchiert quasi im Internet und danach. Genau, oder? Wobei in der Tat ist es halt so, dass ich so ein, zwei, drei Hersteller jetzt gerade über Instagram gefunden habe. Ach, krass. So, das ist schon ganz spannend, so zu sehen, dass ich ich habe gerade das Gefühl, dass Instagram, das ist jetzt vielleicht so ein Social-Media-Thema für einen Vortrag eignet sich das, dass Instagram relativ gut geeignet ist, um so eine Erstkontaktaufnahme zu machen. Weil die Facebook ist halt überlaufen und bei Instagram haben die Leute noch ein viel, viel direkteres Feedback, was derjenige macht. Also das heißt, wenn ich jemand anschreibe, kann da halt erstmal in mein Profil gehen und sagen, okay, hey, da sind ja schon ziemlich geile Fotos drin. So, vielleicht lohnt es sich mal, dass ich den zumindest frage, was er tut. So. Mhm. Das ist so das, was wir gerade wahrgenommen haben. Und dementsprechend habe ich da auch noch den einen oder anderen entdeckt, den ich vorher in der Recherche nicht mal gefunden habe. Ja, ich finde auch Instagram wahnsinnig spannend in Sachen so Inspiration für neue Burger-Kreationen oder überhaupt finde ich, dass dadurch diese ganzen Essenstrends auch nochmal viel schneller rüberkommen, ne? Dass man die halt direkt auf Instagram sieht. Ja. Genau. Aber wo wir das gerade haben, muss ich jetzt einfach nochmal natürlich auch eine Einladung an euch beide aussprechen. Und
natürlich an dich, Nico, aber auch insbesondere an dich, Martin, weil ich würde mich doch sehr freuen, wenn wir vielleicht 1, 2, 3 Burger-Kreationen für deinen Laden einfach vor Ort entwickeln gemeinsam. Das wäre auch eine sehr, sehr schöne Aufgabe. Sache. Ja. Genau, das können wir live dokumentieren. Wir können ihn vorher testen und du kriegst direktes Feedback von Varianten irgendeiner Idee. Quasi der Grillcamp-Burger. Genau, der Grillcamp-Burger. Ja. Wie soll ich mich jetzt noch aus der Nummer wieder rausreden? Gar nicht. Gar nicht. Wann ist das Camp eigentlich? Wir haben jetzt fast schon über eine halbe Stunde über die Idee und über die Hintergründe gesprochen, aber wir wissen gar nicht, wann es stattfindet. Wieder im Sommer wahrscheinlich irgendwann, oder? Genau. Das Camp findet statt vom 9. bis 11. Juni. Das ist die Woche nach Pfingsten, das Wochenende. Mhm. Okay, das kann man sich auf jeden Fall schon mal im Kalender notieren. Und das, ja. Das ist, glaube ich, geschickt gewählt. So Pfingsten ist immer viel los überall und danach die Woche. Ist schon eine coole Idee. Genau, das war so. Ich habe jetzt auch schon von 1, 2 gehört, da haben die auch gerade was, aber dann habe ich auch nochmal nachgefragt und dann habe ich festgestellt, die haben eigentlich immer was. So, das kenne ich ja. Genau, also von daher, für alle gibt es eh nie den perfekten Zeitpunkt und das hört sich so an, wie eigentlich haben wir da immer gutes Wetter zu dem Zeitpunkt hier in Hamburg und es ist auch schon ein bisschen wärmer. Und deswegen ist es der perfekte Zeitpunkt fürs Grillen, haben wir so gedacht. Ich dachte, in Hamburg regnet es immer, egal in welches Jahreszeit. Nee, außer es ist Grillkamp. Ah, okay. Das ist schon mal gut. Ja, nee, wir werden auf jeden Fall Termin bei uns mit reinpacken auch. Und du hast ja gesagt, je mehr Leute über das Grillkamp reden, desto besser. Und wo kann man denn am besten über euch reden? Ich meine, wo seid ihr in den sozialen Medien zum Beispiel vertreten? Ich denke mal Facebook auf jeden Fall, Twitter bestimmt auch. Genau, also Facebook, Twitter, Instagram, wir haben eine Webseite, das grillcamp-hamburg.de. Die wird übrigens gerade neu gemacht und da werden die Rezepte auch nochmal aufgegriffen. Dann, also es wird dann auch mit einer Rezeptdatenbank versehen sein und einer schönen Galerie, die wir dort dann integrieren. Und genau, und jeder, der Blog, YouTube oder sonst irgendwas macht, kann das natürlich da auch gerne posten und verteilen. Im Prinzip auch Foren sind die richtigen, also Facebook natürlich privat teilen, aber auch gerne in den verschiedenen Grillforen nochmal bekannt machen, indem man dann aktiv ist. Privat im Freundeskreis Leute motivieren, gibt alle Möglichkeiten. Hauptsache man redet viel drüber und man schreibt viel drüber. Okay, ich denke mal, jetzt haben wir einen ganz guten Überblick insgesamt bekommen. Haben wir noch irgendwas vergessen, was wir noch ganz dringend über das Grillcamp erzählen müssten? Ich meine, wir haben ja, wie gesagt, Folge 22, können die Leute ja auch nochmal reinhören. Ich denke mal, die Sachen, die wir da erzählt haben, sind auch noch relativ aktuell. Genau, da haben wir viel über eigentlich, wie läuft es da vor Ort ab. So. Ich denke, das Wichtigste, was man eigentlich mitnehmen kann und was wir am Anfang zwar schon gesagt haben, aber was man sich wirklich merken muss, man muss Spaß am Grillen haben. Outdoor-Küche, also es sind natürlich Dutch Oven, also die ganze Bandbreite, sag ich mal, der Outdoor-Küche kann dort gemacht werden. Aber man sollte sich selber einbringen. Also es ist keine Veranstaltung, wo ich hingehe und denke, ich komme mal für 2 Stunden zum Essen. Das ist es nicht. Aber wenn die Familie für 2 Stunden zum Essen kommen möchte, geht das auch. Also wir haben extra Family and Friends Tickets eingeführt, was natürlich insbesondere die lokalen Leute betrifft. Wenn die Familie wieder sagt, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Ich finde das doof, dass du weg bist. Dann sagt man, ach weißt du, komm doch eigentlich abends, nachmittags vorbei und iss mit. Siehst du, was wir den ganzen Tag machen und du kannst es auch genießen. Quasi so eine Essensmarke. Genau, so eine Essensmarke, genau. Was kostet dann der Spaß? Also pro Familienmitglied oder gibt es einen bestimmten Kurs?
Wir haben die, glaube ich, jetzt bei 30 definiert, wobei das nicht pro Familienmitglied ist. Also ganz klar, Kinder sind willkommen. Das ist vielleicht auch nochmal eine interessante Information. Also 3 und 7 ist zum Beispiel, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Alter für Kinder, die sich dort an der Schule beschäftigen können. Also wir haben halt eine Schule zur Verfügung. Wir dürfen die Turnhalle mitnehmen. Und wenn die Kinder auf den Matratzen rumturnen wollen, dann ist das auch überhaupt gar kein Problem. Wir haben da auch Spielmöglichkeiten. Und ich glaube, mein großer 7-Jähriger würde eher mitgrillen wollen. Ja, klar, wenn das so ist, dann ist das auch kein Problem. Aber in der Summe, der 3- und der 7-Jährige wird nichts bezahlen müssen. Also, wenn wir so mal sagen, pro Familienmitglied. Und ich habe jetzt irgendwie eine Familie, die kommt irgendwie aus Bayern angereist. Da verbringt die Frau mit den kleineren Kindern den Tag oder die Tage halt in Hamburg. Der große 12-Jährige ist dabei und da haben wir gesagt, was der bezahlt, entscheiden wir nachher. Da kommt dann einfach ein bisschen Geld in die Kasse nach Gefühl. Hm. Also es, wie gesagt, es geht mir ja nicht darum, dass ich am Ende des Tages Geld damit verdiene, sondern dass ich nur nicht dafür bezahle. Und dass alle Spaß haben. Ja, das hört sich auf jeden Fall nach einem guten Konzept an. Genau, das ist echt so, nicht nach den großen kommerziellen Gedanken, sondern wirklich einfach, gerade wie du auch angefangen hast, ne, dass man auch mal die Chance hat, dass alle zusammen Zeit verbringen können. Ich habe auch keinen Balkon oder keine Terrasse, deswegen ist ja auch bei uns das Meetup entstanden und ja, ich hoffe, das kommt gut an und du verkaufst dieses Jahr sehr, sehr viele Tickets. Eine Frage habe ich noch. Was glaubst du so, sind 2017 so die Trends? Also es ist ja schon mitten im Jahr. Was glaubst du so, was ist so der heiße Scheiß für dich persönlich und ist ja vielleicht auch eine Anregung für deine Grillcamp-Teilnehmer, das vielleicht ein bisschen so mit zu integrieren? Ich glaube Outdoor-Küche. Also Grillen, Barbecue wird häufig sehr isoliert gesehen und wenig mit Gerichten sich beschäftigt. Das wird mehr. Ich glaube, dass wenn ich irgendwie, dass ich halt nicht mehr nur das Steak oder auch eine Baconbomb oder so vom Grill mache, sondern ich glaube, dass ich am Ende ganze Gerichte vom Grill zauber, die auch deutlich komplexer werden. Ja, dazu gehört ja eben halt, man sieht ja, was Weber als immer an Zubehörteilen rausbringt. Das macht ja dann natürlich zu dem Trend natürlich viel Sinn. Tom Heinzle meinte auch letztes Jahr, wo ich ihn getroffen habe, ohne eine Plancha kann er gar nicht richtig arbeiten, ne? Also weil er da auch so die noch andere Gartechniken anwenden kann. Ne? Das ist ja auch mehr Kochen als Grill am Ende. Ja, es geht ja auch weiter, ne? Mit Wok, mit Pizzastein, Pizza. Hier von Moesta gibt es ja diesen Pizza-Aufsatz für den Kugelgrill und so. Da kannst du ja mittlerweile echt quasi echt deine komplette Küche und alles quasi nach draußen verlagern und brauchst eigentlich deine eigene Küche zu Hause nicht mehr. Genau. Und ich glaube, das wird halt auch mehr und mehr passieren, weil ich glaube, die Barbecue-Kultur kommt halt immer stärker ein. In der deutschen Gesellschaft, das war ja was ich lange insbesondere in Norddeutschland vermisst habe, aber sicherlich nochmal begünstigt dazu, dass einfach der Hauskauf durch die Zinsen wirklich sich gerade massiv verändert hat. Natürlich hat das auch die Preise verändert, aber ich kenne immer mehr Leute, die auch wirklich schon mit irgendwie so in Hamburg oder in Hamburger Umgebung, wo man gedacht hätte, die ziehen nie ein Haus, die wohnen jetzt im Haus und da fangen die halt an zu kochen im Garten. Hm. Und das ist halt schon relativ spannend und ich glaube, da kann man halt auch viel mitmachen und das ist wir müssen einfach oder die Leute, die ich lege mir einen Nacken und eine Wurst auf den Grill und damit habe ich Grillen definiert, die werden weniger und jetzt sind die, die halt wissen, wie man richtige Sachen auf den Grill schmeißt, motiviert, auch nochmal den nächsten Schritt zu gehen. Ja, und oft ist das ja auch gar nicht so schwer, ne? Man hat eigentlich immer mehr viel zu viel Angst oder Respekt davor, mal irgendwas auszuprobieren. Und wenn man es einfach mal macht, dann merkt man eigentlich, dass es
klar, ein bisschen aufwendiger schon ist. Das ist mal was anderes als eine Wurst einfach jetzt von beiden Seiten zu braten. Aber wenn man mal so, weiß nicht, sei es einfach mal Spare Ribs. Ne? Das war für mich früher immer so auch schon so eine Sache, wo ich dachte, boah, das dauert erstens ziemlich lange und wer weiß, mit Vorbereitung und dann habe ich da so viel Zeit investiert, nachher schmeckt es gar nicht. Aber die sind direkt beim ersten Mal eigentlich super perfekt geworden, sind vom Knochen quasi runtergerutscht und ja, das sind einfach Sachen, dass man die einfach mal ausprobiert und sich auch mal größere Projekte quasi zutraut. So Volkserlebnisse motivieren ja auch wieder, ja, ne? Ungemein, auf jeden Fall. Ja, und ich sag immer, also dieses Zeitthema, das ist so, ich gehe immer in Klischees so, ne? Also wenn die Hausfrau 4 Stunden irgendwie in der Küche steht, um Sonntagsbraten zuzubereiten, dann ist das ganz normal, aber wenn man selber sagt, ich gehe jetzt mal 4 Stunden raus an den Grill und bereite unser Essen zu, dann wird man halt komisch angeguckt. Und ja. Dabei ist es eigentlich das Gleiche, nur beim einen bin ich draußen, beim anderen bin ich drin. Mhm. So, und ich glaube, das ist etwas, was sich aber zum Glück geändert hat, was nicht mehr ganz so passiert und dementsprechend halt in einer breiteren Gesellschaft ankommt und nicht nur bei denen. Ich nenne sie jetzt mal Grill-Freaks, die es aber zum Glück gibt, weil deswegen wissen wir, wie wir sinnvoll Spirits machen und wie sie auch gleich beim ersten Mal gelingen können. Hm. Ich hab da auch einige so einen Bekanntenkreis, die gar nicht so auch die Grill-Freaks sind oder auch so überhaupt in der Barbecue-Szene oder sowas, aber die kaufen sich dann mal einen Weber-Grill, um da mal ein Stück Fleisch zuzubereiten, bleiben ein bisschen drauf hängen. Und die Frauen freuen sich am Ende, dass so, du weißt so, der Mann hat nie gekocht. Und plötzlich grillt er, dann macht er seine Soße auf einmal dazu und dann auf einmal noch Kartoffeln dabei und zack, ne, kocht er draußen für die ganze Familie Essen. Ne? Genau, und wenn er dann den ersten Dutch Oven hat, dann ist das, auf einmal einfach nur kochen. Ja, das stimmt. Ja. Mein anderer Aspekt ist ja noch, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner Sendung, dass wenn man mal ein bisschen mehr Geld für einen Grill ausgibt, da wird direkt komisch geguckt, ne? Aber so eine Küche, die kostet mal locker, weiß nicht, fängt bei 5.000, 10.000, 15.000 Euro an. Die bezahlt jeder, ohne mit der Wimper zu zuckern. Aber wenn dann mal irgendwie ein Grill so die 1.000-Euro-Grenze zu knacken droht, dann wird immer direkt geguckt und überlegt, ob das überhaupt nötig wäre und braucht man überhaupt einen Grill für so viel Geld. Und irgendwie ist das ein bisschen verschoben noch alles. Ich habe da auch eine kleine Warnung. Ja, wenn ihr so viel Geld für einen Grill ausgibt, ne, geht natürlich dann auch das Argument, ne, dass die Handtasche so teuer ist, dann leider verloren. Also das muss ich gerade erst schmerzlich erleben. Ne? Ja. Das ist halt so. Aber das, da habe ich Glück. Ich glaube, da bin ich in einer ganz glücklichen Beziehung, dass ich diese Sorge nicht haben muss. Ja, solange sich das in den Grenzen hält. Ich krieg halt nur Ärger, wenn ich zu viel Zeugs habe, was dann hier rumsteht und der Platz dann langsam eng wird. Das ist eher das Problem, das kenne ich. Ja. Ich habe auch 2 Grills auf der Arbeit stehen, damit die anderen 3 noch einen Kellerplatz haben und dann noch habe ich im Industriegebiet bei einem anderen Caterer den Pellet Smoker stehen. Der hoffentlich jetzt bald endlich mal auf der Terrasse von meinem Schwiegervater einzieht, damit ich den regelmäßiger benutzen kann. Ja. Sehr gut. Genau. Ja, das ist nicht so einfach in der Stadt hier. Ja. Nee, das ist in der Tat das größte Problem. So, ne? Deswegen, ich bin auch sehr gespannt auf diesen Balkongrill. Also wenn der was kann und passt, dann wäre das ein Kracher. So ein Balkon mit einem 3-Brenner-Gasgrill zu betreiben, wäre schon nicht so ungeil. Und der soll einfach an die Wand montiert werden? Oder wie hatte ich das vorhin verstanden? Den montiert man an die Wand und dann klappt man ihn auf. Also ist halt ein Klappen. Okay. Deswegen wird er halt klein und passt halt auf Balkons. Ah, okay. Ich war mir vorhin nicht ganz sicher. Ich hatte zuerst so eine Art Dönerspieß im Kopf. Nee. aber jetzt verstehe ich das Prinzip. Also wie so ein Klappbett quasi. Genau. Okay, das macht mehr Sinn. Ja. Und da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Sehr cool. Ganz kurz, ich weiß nicht, ob wir das gerade schon hatten. Wo kann man die Tickets kaufen? Soll man dich anschreiben oder gibt es da einfach einen Shop?
auf der Seite? Also ich hab so eine Eventbrite-Event angelegt, perfekt, ja. Und das ist bei auf der Grillcamp-Webseite findet man Reiter-Tickets und da kann man die einfach kaufen. Super, ja. Eventbrite, und wer Fragen hat, sonst wie, kann mich gerne zu allen Themen anschreiben. Also Leute, die, also Blogger können mich anschreiben, Leute, die einfach noch mehr Fragen haben zum Camp, können mich anschreiben, Hersteller, Produzenten von Gewürzen, Soßen, Grills, was auch immer, können mich anschreiben. Also einfach, ich bin für alle zu sprechen und zu offen und zu haben. Genau. Okay. Nee, ich denke, ja, dann haben wir ja eigentlich alles soweit erläutert. Wir können ja nochmal kurz zusammenfassen. Es ist dieses Jahr wieder in Hamburg, solange du das organisierst, ne? Genau. Nach Pfingsten. Nach Pfingsten, genau. Das ist der 9. bis 11. Juni. Genau, Tickets fangen bei 69 Euro an, ne? Genau, eigentlich, es gibt Tagestickets, das hatten wir vorhin noch vergessen. Die liegen bei 39. Ah, okay. Und es fängt freitags an, geht bis sonntags. Schlafmöglichkeiten haben wir vorhanden. 10 Minuten vom Flughafen weg. Das ist natürlich auch ein ganz gutes Moment. Ungefähr 60 bis 80 Leute erwartest du, ne? Genau. Wenn, was nicht, 40, 50 mehr kommen, bist du auch nicht traurig. Nee, und, genau, kriegen wir hin. Ja. Ja, und ja, das gemeinsame Mitmachen und auch so ein bisschen selbst organisieren, denke ich mal, ne? Dass jeder so ein bisschen dann in seinem Bereich, was er dann. Man kann sich halt einbringen, man kann ganz viel mitnehmen, ganz viel lernen. Und das ist halt das Schöne, ne? Also weil man halt wirklich unglaublich vielfältige Sachen haben. Also ich bin jetzt seit knapp 30 Tagen täglich am Posten auf Facebook, Instagram und Twitter, wo man, glaube ich, schon mal eine relativ breite Idee davon kriegt, was da eigentlich auf so einem Camp passiert. Da kann man einfach mal nachschauen. Also von daher, das geht wunderbar. Irgendwas wollte ich noch sagen, das habe ich gerade verdrängt. Okay, vielleicht kommt es ja noch. Ansonsten, wir haben jetzt was, ich gucke mal auf die Uhr. Ah, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Ich habe auch auf genau diesen Kanälen habe ich eine Deutschlandkarte aufgemalt. Es gibt noch ein paar weiße Flecken. Mein Wunsch ist, dass ich aus allen 16 Bundesländern Teilnehmer habe. Deswegen die ersten Teilnehmer aus den weißen Flächen auf der Deutschlandkarte kriegen jeweils ein Buch geschenkt. Ah, okay. Als Zugabe zu dem Ticket. Welche Bundesländer sind da? Ich glaube, NRW haben wir schon. Hessen fehlt noch, wir haben noch im Osten, so Sachsen, Thüringen fehlt, glaube ich, noch, Brandenburg fehlt noch, Saarland fehlt, glaube ich, noch, also ein paar fehlen noch. Wir haben im Prinzip den Norden weitestgehend und dann haben wir Bayern und Baden-Württemberg. Okay. Hattet ihr auch schon Teilnehmer aus dem Ausland? In der Tat bis heute noch nicht. Ich habe gerade auf Instagram einer aus Österreich gesagt, dass sie ruhig kommen soll, denn wäre sie die am den weitesten Weg hätte. Bekommen die mit der weitesten Anreise auch ein Buch? Ja, die weiteste Anreise bekommt auch ein Buch. Ah, okay. Ist hiermit festgelegt. Davor nicht gerade, ist jetzt hiermit festgelegt. Ja, super. So, sollen wir noch gucken, dass ein paar andere Leute ein Buch kriegen? Der Größte, der Kleinste. Ja. Nein. Der Größte. Ja, sie mit der Locken Tobias da vorbeikommt, Lohmann. Ja. Der hat da locken wir den Volker hier noch ein paar Bücher raus. Ja. Wenn es online ist und so, dann machen wir gerne nochmal Werbung, dass die Leute sich dann quasi bei euren Newsletter anmelden müssen. Sehr gern. Kriegt man quasi den Download-Link, wenn man sich jetzt auch schon beim Newsletter anmeldet, oder wie läuft das? Nee, aber die kriegen ja Newsletter, wo sie es downloaden können. Ja, genau, darüber. Genau. Meinst, ja. Also man kann sich gerne jetzt schon beim Newsletter anmelden. Sehr schön. Ja, okay, ich gucke jetzt mal auf die Uhr. Wie gesagt, wir haben jetzt fast die Stunde voll. Das reicht auch so von der Länge jetzt, würde ich sagen. Ich denke auch. Alle, die jetzt noch hören, ich bin stolz auf euch, dass ihr nicht ausgeschaltet habt. Ja, weil das manchmal kommt man halt von dem einen Thema noch aufs nächste und wie gesagt, eigentlich peilen wir immer so 15 Minuten, 20 Minuten an, aber 15 bis 20, da haben wir ja kaum überboten. Ja, ich meine, haben wir noch nie geschafft, Nico, nee, oder? Ich glaube nicht, also
Ich meine, wir haben ja keine Begrenzung. So, und wenn sich das Thema dazu anbietet, dass man da einfach noch ein bisschen was drüber redet, reden wir halt weiter und cutten nicht einfach irgendwo dann genau. die Folge. Aber ich denke mal, wir haben nichts vergessen. Ja. Wir haben alles genau. erwähnt. Und ich denke auch. Ja. Ja, ich danke euch für dieses Gespräch. Freut mich, dass ich nochmal die Chance hatte, das ein bisschen näher zu erläutern, was einen denn erwartet und wie es abläuft. Ich freue mich ganz besonders darauf, den Grillcamp-Burger zu erstellen. Da kommt wieder der Wink mit dem ganzen Zaun. Genau. Und ja, wir bleiben dann in Kontakt. Aber ich habe noch was anderes, eine kleine Überraschung für eure Hörer, nämlich für die, die jetzt bis jetzt zugehört haben. Ich verlos einfach mal 2 Tickets bei euch. Okay. Ich würde sagen, alle, die jetzt einfach unter dem, die einzelne Folge hat ja ein Kommentarfeld, oder? Genau, da können die Leute ja. einfach kommentieren. Genau, die sollen einfach kommentieren und schreiben, warum sie denn gerne kommen möchten. Und ihr tragt das halt nicht in die Zusammenfassung ein. Und dementsprechend ist die Chance für die, die durchgehört haben, relativ gut, dass sie gewinnen. Okay, das machen wir. Das ist quasi so. Und dann gucken wir mal, wie viel dann Camp-Ticket da gewinnen wollen. Ja, ich bin ja auch gespannt, wie viele durchgehalten haben. Okay. Wenn ihr nicht wenn ihr durchgehalten habt, aber nicht könnt, kommentiert trotzdem mal. Ich bin gespannt. Ja. Okay. Nee, ist eine ganz gute statistische Erfassung dann auch für uns. Habt ihr sehen, bei wie vielen Minuten die Leute dann doch abschalten. Oder auch nicht. Ihr könnt ja zumindest sagen, dass sich bis zum Ende hören lohnt. Ne? Das also, auf jeden Fall. Das sollte sich sollte auf jeden Fall gesagt werden und geschrieben werden. Ja. Hey Martin, genau. Das sollten wir eigentlich öfter mal machen, wenn wir lange Folgen haben, dass wir so gegen Ende nochmal irgendwas verlosen oder so. Vielleicht, Meetup-Tickets. Meetup-Tickets, genau. Meetup-Tickets für alle. Kostenloser Eintritt. Genau. Das wird sich auch leider nicht ändern. Nein, also das ist dann noch ein bisschen einfacher strukturiert. Übrigens, diesen Sonntag, ich denke mal, die Folge ist noch nicht online, wahrscheinlich, das Met-Up Cologne veranstalten wir diesmal. Mit dem Schwerpunkt Met. Alles, was mit Hack, Met und Tatar zu tun hat, wahrscheinlich könnt ihr noch unter dem Hashtag Meetup-CGN das noch nachschauen, was da so passiert ist, falls ihr es nicht geschafft habt, dabei zu sein. Ja, aber siehst ja, wollen wir das Meetup ein bisschen öfter takten, also maximal dauert 2 Monate dazwischen. Also das heißt, das nächste wäre im Juli. Und es gibt auch schon geile weit nach Pfingsten. Ja. Da wollen wir dem Grillcamp echt nicht die Show stellen. Da geben wir dem Grillcamp den ganzen Juni Zeit, ne? Die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Und dann machen wir halt noch ein Meetup. Wir haben auf jeden Fall schon interessante Leute, die eine Location uns zur Verfügung stellen wollen und es gibt auch schon wieder coole Ideen für ein Special und ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall auch mal überraschen lassen. Ja, aber erst geht ihr zum Grillcamp und dann könnt ihr aufs Meetup kommen. So gehört sich das. Und hier, Scottish Beef, ne, gibt's auch bei uns. Ne? Hatten wir letztes Mal und alle waren sehr, sehr, sehr begeistert. Das, habt ihr auch das Scottish Lamb da gehabt? Oder ja, Grillcamp? Hatten ja. wir. Sensationell, also definitiv. Was für ein Lammfleisch, also der Wahnsinn. War also, sehr großartig. Hatten wir schöne Lammslider und Lammkarrees und so. Also das war schon. Von Scottish Lamb habe ich auch letzte Woche Burger gemacht. Mhm. Sehr gut. Das ist, macht auch Spaß. Genau. Fleisch. Ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend und dann überlasse ich euch jetzt das letzte Wort und mache schon mal mein Mikrofon aus. Danke, dass du dabei warst erstmal. Ja, danke auch und mal gucken, wer die Tickets gewinnt. Und ja, zur nächsten Folge würde ich sagen, da gucken wir, dass wir uns mal nochmal den 15 bis 20 Minuten orientieren. Und dann verweisen wir einfach nur noch auf die anderen beiden alten Folgen und dann wissen die Hörer ja schon Bescheid. Genau. Ne? Okay. Falls sich die Location und so nicht ändert. Ja, vielen Dank erstmal wieder fürs Zuhören. Ihr könnt gerne kommentieren auf unserer Seite, auf iTunes, da kann man uns auch bewerten. Was kann man noch so Schönes machen? Flattern? Flattern, ja, wobei, Flattern noch? Weiß falls nicht, ob Flattern noch so lange lebt. Irgendwie schwächen die gerade so ein bisschen. Wir sollten uns so nach einer Alternative umschauen. Ja. Wenn ihr eine Alternative vorschlagen wollt, dann sehr, sehr gerne.
Ja, ansonsten meldet euch für den Newsletter an. Das ist auch mal eine praktische Sache. Da erfahrt ihr zum Beispiel als erstes, wenn eine neue Folge online geht. Manchmal teasern wir auch so ein bisschen die neue Folge an. Zum Beispiel werde ich jetzt gleich, oder nicht jetzt gleich, aber in der nächsten Zeit, bevor die Folge rauskommt, schon mal so ein bisschen anteasern, was in der neuen Folge besprochen werden wird. Und abonniert den einfach. Es lohnt sich auf jeden Fall. Genau, ansonsten schaut regelmäßig mal bei Feuer, Blut und Herzblut natürlich rein. Nico testet da fleißig schöne Sachen und gibt da mal seine Erfahrungen weiter. Ich glaube, gerade jetzt, wo das Wetter wieder besser wird, ist schon ein bisschen was los auf der Seite. Naja, und ich habe auch noch ein paar Sachen in der Pipeline, verschiedene Grillbücher. Einen Rum habe ich noch, Don Papas. Ah, das klingt lecker. Ja, der muss noch verköstigt werden und es wird auf jeden Fall in den nächsten Tagen, Wochen jede Menge Blogbeiträge auch noch geben. Ganz kurz noch Werbung in eigener Sache, das fette Buch, falls ihr noch eins haben wollt. Es gibt noch ein paar, allerdings nicht mehr online. Die Erstauflage ist quasi ausverkauft. Wir haben jetzt noch welche da. Vielleicht stellen wir die selber noch auf Amazon mit rein oder so. Aber wir verkaufen die auch so und verschicken die auch so. Also wer das fette Buch haben will, das Burgerbuch über die fette Kuh, kann sich gerne an mich wenden. Ich versende, schick das gerne. Da habe ich jetzt am Wochenende noch einen Burger draus gemacht, den Modor Burger. Modor? Wie heißt der nochmal? Der Doppelte mit dem Messer oben drin. Der Mörder Burger. Mörder Burger, genau. Ja. Sehr lecker auf jeden Fall. Sehr gut. Das Gurkenrelish ist echt der Hit. Ja. War noch viel begeistert von. Haben wir auch lange überlegt, ob wir das überhaupt da reinstellen. Weil es so gut ist. Ja. Aber das soll natürlich auch dabei sein. Ja. Genau. Ja, cool. Ja, haben wir es. Ja. Ne? Machen wir genau. Dazu. Kommentieren, liken, haben wir alles. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, bis Danke zur nächsten für Folge. Für die Zeit. Tschüss. Ciao. Volker, du kannst dein Mikro wieder anmachen. Super.